Oktober 2018. Auch dieses Jahr haben wir wieder eine kleine Ausfahrt vorbereitet und uns um den Jahreswechsel herum getroffen, um gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen. Nach dem Treffen am Vormittag galt es zuerst für alle Teilnehmer, eine kleine Startprüfung zu absolvieren. Da haben wir jedes Jahr was anderes. Dieses Jahr galt es, Zündkerze zu wechseln. Wir haben hier einen ausgebauten Motor und der Beifahrer hat bestimmt, welche Zylinder. Und der Fahrer musste natürlich mit abgedecktem Sichtfeld die richtige Kerze finden, sich das benötigte Werkzeug zusammensuchen, durch Tasten, dann die Kerze ausbauen und eine andere Kerze einbauen. Die Profischrauber unter uns, das habe ich festgelegt, wer das ist, hatten noch eine zusätzliche Schwierigkeit, und zwar hatten die 4 Kerzen zur Auswahl, von denen aber nur eine wirklich funktionieren konnte. Es war also ein gebrochener Isolator, es fehlte einmal oben die Kappe am Anschluss und bei einer dritten Kerze hatte ich die Elektrode unten zugebogen. Erstaunlicherweise haben unsere Hardcore-Schrauber das alles gefunden und haben die richtige Kerze nur durch Ertasten ausgefunden. Das alles natürlich nur so ein kleiner Spaß und die Zeiten lagen doch relativ dicht beieinander, auch für die Unerfahrenen unter unseren Teilnehmern oder die, die noch nie eine Kerze gewechselt haben. Wir haben das ganz gut gemeistert und wir hatten schon mal einen lockeren Anfang geschafft. Danach wurden die Roadbooks ausgeteilt und die Teams hatten etwas Zeit, sich vorzubereiten. Dieses Jahr hatten wir uns eine Besonderheit einfallen lassen, um zu vermeiden, dass die Teilnehmer aufeinander auflaufen und dann nur hintereinander herfahren und nur der Erste navigieren muss. Haben wir 4 Roadbooks erstellt, haben uns in der Nähe eine Kreuzung gesucht, wo die jeweiligen Roadbooks begonnen und auch geendet haben. Und haben dann die Roadbooks gemischt, sodass also jeder Teilnehmer erstmal an dieser Kreuzung und in der andere Richtung losgefahren ist und dann nur der 5. Teilnehmer wieder dasselbe Roadbook hatte. Haben uns ein Schema ausgedacht und so hatte man vermieden, dass hinterher gefahren wurde oder dass Autos in kurzen Zeitabständen irgendwo lang gefahren sind und vielleicht haben die Anwohner gestört. Und es gab so bitte eine Kontrolle an dieser Kreuzung, wie die Teilnehmer in der Zeit liegen. Und die bestand auch die Möglichkeit, dass man dort ausgestiegen ist, wenn man es zeitlich nicht geschafft hat, um dann zum letzten Teil zu kommen. Unterwegs galt es noch ein paar Bilder zu finden, haben wir also Fotos eingefügt, die Teilnehmer finden mussten und dann das Bild dazu markieren, wo sie es gesehen haben, aber das alles nur zum Spaß, es gab auch keine wirkliche Auswertung bei der ganzen Sache. Hier mal ein paar Aufnahmen von unterwegs. Habe ich mich an verschiedenen Stellen mal gestellt und geschaut, ob alles so die ausgesuchten Strecken finden. Wenn man sich sowas ausdenkt und plant, ist man ganz froh, wenn dann die ersten Teilnehmer zur richtigen Zeit an den richtigen Stellen sind und wenn von unterwegs kaum mal Anrufe kommen, wir stehen da und da und wissen nicht weiter. Die ausgesuchten Strecken waren eigentlich alles solche Feld- und Wirtschaftswege oder halt so kleine Nebenstraßen durch die Ortschaften. Eigentlich alles fast 100% legal. Natürlich steht dann hier an diesem Feldweg immer mal ein Schild Landwirtschaft frei. Aber das muss man in Kauf nehmen, wenn man das hier in Deutschland so machen will. Und es gilt ja auch, nicht negativ aufzufallen, daher eine etwas humane Streckenauswahl. Und damit auch der Offroad-Spaß nicht zu kurz kommt, sind wir dann im Anschluss gemeinsam zu einem naheliegenden Offroad-Gelände gefahren, haben uns dabei den örtlichen Offroad-Club praktisch eingemietet. Wir haben uns freundlicherweise das Gelände zur Verfügung gestellt und nach einer kleinen Fahrt in der Gruppe sind wir dort eingetroffen und haben dann dort noch ein bisschen freies Fahren zelebriert und noch eine kleine Sonderprüfung abgehalten. Die
Sonderprüfung am Schluss war ganz einfach. Mitten im Gelände war der Start, da musste man hier zu diesem Tisch hinfahren. Der Beifahrer hat mit einer Kelle Wasser geschöpft im blauen Eimer. Und dann galt es vorsichtig, aber trotzdem zügig gegen die Uhr, hier diese Schleife zu fahren und möglichst wenig Wasser dabei zu verschleppern. Und dann sieht man hier am Tisch den Becher. Dort galt es dann, das Wasser wieder einzufüllen. Und es wurde dann nach einer hochkomplizierten Formel die gefahrene Zeit ausgewertet und gegen das wieder abgegebene Wasser gegengerechnet. Der Niva IG-Chef als erster Starter hier. Letzter Sprint. Hinterm Hügel lag das Ziel. Also kleine Fun-Prüfung, haben alle mitgemacht, hatten alle ihren Spaß. Das Mittel war zu finden. Ja, zu schnell gefahren ist, hat zu viel Wasser verschwappert und hat dann natürlich mit unserer knallharten Formel dementsprechend Strafzeiten angerechnet bekommen. Mach 50. Das Auto ist. Das Auto ist gewaschen! Ich glaube, das reicht näher, oder? Lass. Ich kann keine Mann halten. Gib Minus. Ihr musst den Minus kommen. Ja. Also die Zeit war. Ich habe 51. Die Zeit war schnell, Andrea? 1,50. Aber ja, aber das Wasser ist ein Minus. Das Wasser ist ein Minus. Ja. Thank you.
Oh.